Liebe Undemokratinnen und Undemokraten, hat doch einer gesagt, von der CDU oder von dieser Splitterpartei, der FDP, und er hat es damit begründet, wer nach dieser Volksabstimmung weiter demonstriert, hätte ein Problem mit der Demokratie und sei sozusagen ein Undemokrat. Jetzt bringen uns die Sachen wieder nicht durcheinander. Diese lupenreinen Demokraten, die hatten ja am Sonntagabend, am letzten Sonntagabend viel zu feiern. Das wollen wir ihnen ja auch gönnen. Aber Herr Haug, als Kind habe ich gelernt, dass man nicht auf Bänke und Tische springt. Dass man das nicht tut. Ich denke, ihr seid doch die ordentlich erzogenen Menschen, wir sind die Chaoten, jetzt bringt uns bitte die Sache nicht völlig durcheinander. Es ist eine Wiederholung, aber ich sage es noch einmal. Durch das Ergebnis der Volksabstimmung sind unsere Argumente nicht falsch geworden und ist auch das Grundrecht auf Versammlungsfreiheit nicht aufgehoben worden. Wir haben vielleicht eines unterschätzt. Der in 58 Jahren zusammengewählte schwarz-gelbe Filz hat sich durch die neue Landesregierung, durch die Wahl einer neuen Landesregierung ja nicht aufgelöst. Und wir haben es auch unterschätzt, das muss man selbstkritisch sagen, dass sie tatsächlich so viele Menschen dazu mobilisieren konnten, ohne, das sage ich jetzt wirklich ganz ungeschützt, ohne von der Sache die geringste Ahnung zu haben, weil diejenigen, die ihnen gesagt haben, was sie wählen sollen, auch keine Ahnung haben. Sie haben es geschafft, sie zur Urne zu schicken und mit Nein abstimmen zu lassen. Dennoch, es ist eine Niederlage gewesen. Was heißt das für uns? Wir müssen diesen Filz nach und nach auflösen. Sonst werden wir immer wieder mit solchen Dingen vor den Baum fahren, weil sie es dann immer wieder schaffen, mit ihren Bürgermeistern, Gemeinderäten, Kreisräten, unser Herr Oberbürgermeister der Region Stuttgart, die mal kurz 1 Million in die Hand nimmt. Das machen wir schon noch. Schusterweg, das kommt doch, das kommt. Wenn er überhaupt kandidiert, wenn er uns den Gefallen tut und hoffentlich tut er uns den Gefallen. So, einfach, man muss wirklich wissen, wenn in einem Gemeindeblättchen, in einem Verkündigungsblättchen im letzten Dorf die Region dreimal Anzeigen schaltet und die Leute lesen das sehr genau, dann ist das wirklich ein großes Problem für uns. Also ich sage das alles, weil wir werden vielleicht ja demnächst, wenn das Quorum gesenkt wird, wieder mal eine Volksabstimmung haben. Und dann müssen wir daraus lernen. Wir haben gestern auch ein paar Ideen entwickelt. Eine Idee finde ich ganz vorzüglich, die Idee von Steffen Siegel, dass wir bei diesem Planfeststellungsabschnitt oben auf den Filtern, dass wir das beherzigen, was Rainer Geißler mal gesagt hat, man hätte das alles, diesen Stresstest und die Schlichtung, vorher machen müssen, vor 15 Jahren. Auf den Filtern hätten wir die Chance, so etwas zu tun, bevor überhaupt in das Planfeststellungsverfahren eingetreten wird. Steffen Siegel, falls du da bist, wir unterstützen die Idee absolut und werden da mithelfen, so etwas zu bewirken. Aber was wir fordern, nach wie vor, das ist eine exakte Kostenschätzung, eine aktuelle Kostenschätzung. Es kann nicht sein, dass die Bahn einfach keinen Lenkungskreis einberufen will, weil sie dort nämlich die Hosen runterlassen müsste und sagen müsste, was das Ding kostet. Winfried Kretschmann
Winfried Kretschmann hat gesagt, 930 Millionen Kostenbeitrag des Landes seien sein letztes Wort. Das kann ja sein, aber wenn die Bahn hier eine Bauruine hinstellt und anschließend sagt, okay, das war's dann, wir machen nicht mehr weiter, was dann? Dann muss man doch irgendwie von Seiten der Regierung, es kann nicht sein, dass man einfach wie das Kaninchen auf die Schlange schaut und nicht bewegungsfähig wird, sondern da muss man doch drüber nachdenken, ob man beispielsweise eine Bürgschaft verlangt, eine Zusage verlangt der Deutschen Bahn AG, die Mehrkosten zu übernehmen. Solange die Kosten nicht klar sind, und sie können gar nicht klar sein, weil wir wissen überhaupt nicht, was auf den Feldern gebaut wird. Solange die Kosten nicht klar sind, also darf auch nicht weiter gebaut werden und dürfen keine weiteren Aufträge vergeben werden. Und auch an die Landesregierung. Wenn die Deutsche Bahn AG weiterhin dieses Katz-und-Maus-Spiel betreibt, was sie im Moment tut, also ich habe heute gelesen, der Herr Grunke hätte dem Herrn Kretschmann die Freundschaft angeboten. Herr Grunke, bieten Sie ihm doch einfach mal korrekte Zahlen an. Das wäre schon zu gut. Also solange die Bahn dieses Katz-und-Maus-Spiel betreibt, raten wir der Landesregierung, eine Feststellungstage anzustrengen, nämlich feststellen zu lassen, ob die Verträge überhaupt rechtswidrig sind oder ob sie gültig sind. Liebe Freundinnen, liebe Freunde, wir beraten gerade im Rathaus den Haushalt der Stadt Stuttgart. Und wir haben, das kann man durchaus sagen, das war auch zu lesen gewesen, auch schon deswegen Probleme, weil die erwarteten Ausschüttungen aus den Einlagen bei der Landesbank Baden-Württemberg nicht ankommen im Haushalt der Stadt Stuttgart. Aber wir haben auch im Keller des Rathauses 186 Millionen liegen an Fonds für Stuttgart 21. Wir zahlen jährlich 650.000 für diese Propaganda-Ausstellung im Bahnhofsturm. Die Verwaltung der Stadt weigert sich zum Beispiel, die in der Schlichtung vereinbarte Rückabwicklung der Gäubahn in den Haushalt hineinzustellen. Und wenn Stuttgart 21 nicht kommt, dann bekommen wir aus der Rückabwicklung der Grundstücksverkäufe mindestens 550 Millionen Euro wieder zurück in unseren Haushalt. 550 Millionen deswegen, weil wir das Teilgebiet C ja bereits schon verplant haben. Also, das ist fast mehr als ein Drittel des Haushalts, wenn ich das alles zusammenzähle, für 2 Millionen Zeitgewinn durch Stuttgart 21, für Flächen, die unter Umständen gar nicht der Stadt zur Verfügung stehen, weil nämlich die in Gründung befindliche Netz AG, also diese Privatbahnen, sagen, wir wollen da reinfahren, wir brauchen die Gleise. Und dann wird es nichts mit dem Traum vom neuen Rosensteinviertel. Und dazu habe ich jetzt gar nicht die entfallenen Zinsen mit eingerechnet. Es ist der blanke Irrsinn. Blanken Irrsinn muss man weiter bekämpfen. Liebe Freundinnen und Freunde, es ist jetzt dann der dritte Protestwinter. Es kommt natürlich auch wieder ein Sommer, aber es ist der dritte Protestwinter. Ein so langer Kampf braucht viel, viel Kraft. Und ich glaube, wir müssen uns diese Kraft jetzt auch langsam wiederholen. Wir müssen Kraft tanken. Ich rate euch einfach, und nicht nur euch, kauft lange Unterhosen, oder lasst sie euch schenken. Ich rate es aber vor allen Dingen auch dem Befürworter. Passt auf, liebe Gemeinderäte, liebe Bürgermeister, Kreisräte, Landräte, die ihr euch so rausgehängt habt. Mit jedem Baufortschritt hier auf diesem Feld kommen auch die Leichen der Planung von Stuttgart 21 wieder hoch. Und
Und da werden wir uns keine Ruhe lassen. Da wollen wir auch dann wiederum Antworten auf Fragen. Und da werden wir darauf hinweisen, dass wir euch das alles schon einmal gesagt haben. Bleibt oben!